herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Videotool. Mein Thema heute ist noch einmal das Mopsen bei Nachbarn von Dekoartikeln, wobei Mopsen vielleicht der falsche Ausdruck ist, weil wir kopieren uns die Sachen ja nur und dem Nachbarn geht nichts verloren. Ihr kennt ja das eine Video schon dazu und trotzdem haben einige ja immer diese Fehlermeldung dann im Spiel, wenn sie soweit sind, dass es dann heißt, schalte erst mehr Land frei. Das liegt ganz einfach daran, dass ihr entweder selbst zu viele Acker auf der Farm habt oder auch noch im Inventar oder bei dem Nachbarn, den ihr besuchen wollt, derjenige zu viele Acker auf der Farm hat. Es gibt aber auch da einen Trick, den ihr generell anwenden könnt, wo ihr das umgehen könnt und das möchte ich euch heute nochmal zeigen. Wir besuchen also erstmal den Nachbarn, wo wir gerne was mopsen wollen. Wenn ihr einmal da seid, könnt ihr natürlich auch gerne eure Hilfsleistung gleich mal tun. Wie ihr schon sehen könnt, hat mein lieber Nachbar etwas mehr als die erlaubten 45 Felder auf der Farm. So dass ich wahrscheinlich die Fehlermeldung auch bekommen würde, wenn ich es auf normalen Weg tun würde und nichts von seiner Farm stibitzen könnte. Das Laden hier dauert auch etwas länger, die Farm ist sehr voll. So, und jetzt ist es ähnlich wie vorher auch. Ihr seid jetzt bei eurem Nachbarn und ihr geht jetzt nach Hause. Und ich erkläre jetzt nochmal schnell, was dann passiert. Ihr haltet dann die Maus über den entsprechenden Nachbar, wo ihr jetzt auch seid. Passt bitte auf, er springt ein bisschen hier hin und her. Und sobald hier dann euer Fenster aufgeht mit Dorfladen und Inventar und so weiter, klickt ihr also einmal auf den Nachbarn und dann zwei, dreimal auf das Inventar. Das mache ich jetzt. Ich gehe also nach Hause. Ich halte die Maus über meinen Nachbarn und passe auf, wo der sich jetzt in der Leiste hin und her bewegt. Jetzt ist er nämlich schon umgesprungen ein Stück. Ich klicke einmal auf den Nachbarn, ich klicke zwei, dreimal aufs Inventar. Jetzt sollte das Spiel im Hintergrund einfrieren, das Inventar hat sich geöffnet. Und jetzt öffnet sich auch die Farm im Hintergrund meines Nachbarn. Wir warten noch ein bisschen. Und jetzt geht ihr einfach mal in euer Inventar auf Bauwerke und tut so, als wolltet ihr jetzt Sachen beim Nachbarn abladen. Bis hierhin ist das ja das gleiche Video wie beim Abladen von Sachen beim Nachbarn. Ich nehme jetzt zum Beispiel einen Acker, ihr könnt aber auch einen Baumhain nehmen oder einen Brunnen nehmen oder einen Wasserdruck nehmen. Ich entscheide mich jetzt für den Acker und klicke einmal auf Platzieren. Und jetzt öffnet sich hier dieses Fenster mit Abbrechen und Organisieren. Ihr klickt jetzt bitte, ohne dass ihr das Feld hier irgendwo ablagert, einfach auf Organisieren. Und jetzt öffnet sich hier unten auch wieder diese Leiste und ihr klickt jetzt einfach nur noch auf ins Inventar legen. Und schon seid ihr auch hier im sogenannten Mops-Modus und könnt euch jetzt Dekosachen holen, ohne sie basteln zu müssen. Und braucht auch keine Angst zu haben, wie ich es schon in dem anderen Video gesagt habe, dem Nachbarn fehlt wirklich absolut gar nichts.
Ihr solltet natürlich ein bisschen, es lässt sich nicht alles mopsen von den Gebäuden und so weiter, aber ihr solltet natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viele Futtertröge oder sowas einsammelt oder Mühlen oder Wassertürme, dass alles geht. Am Ende klickt ihr auf Fertig und Abbrechen und ihr geht wieder nach Hause. Und das war's dann schon. Ihr findet dann eure gemopsten Sachen sozusagen alle in eurem eigenen Inventar oder die kopierten Sachen. Ich möchte euch jetzt aber wirklich nochmal zeigen, dass meinem lieben Nachbarn wirklich nichts fehlt von dem, was ich jetzt gerade ihm von der Farm stibitzt habe. Deswegen gehen wir ihn einfach nochmal besuchen. Ihr habt ja gesehen, dass ich diese Mauern am Wegesrand einkassiert habe. Und wie ihr sehen könnt, alle Mauern sind noch auf seinem Spielfeld. Das soll es auch schon gewesen sein. Auf die Art und Weise könnt ihr bei jedem Nachbarn euch die Sachen holen, die euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und sage einfach wieder mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.